Hallo Leute, willkommen hier, mitten aus der Natur. In diesem Video bin ich für mehrere Tage hier draußen im Wald unterwegs und möchte tagebuchartig das Geschehen hier draußen mit der Kamera festhalten. Als ich heute in die Natur eingetaucht bin, war mir erst etwas fröstelig. Es geht so ein leichter, eisiger Wind. Wir haben minus 9 Grad Celsius. Das war in Stadtnähe. Ich vermute mal, hier in den Bergen ist es noch etwas kälter. Ich habe ein Thermometer dabei und werde immer mal wieder so ein Temperaturupdate machen. Ich kann meine Lippen gar nicht richtig bewegen. Die sind hier oben ziemlich eingefroren. Aber ansonsten geht es mir jetzt gut. Durch das Wandern bin ich richtig durchgewärmt und sehr zuversichtlich. Ja, für mich geht es jetzt noch ein Stück weiter des Weges. Ich werde hier noch ein bisschen die Gegend erkundschaften und dann ein Basislager aufbauen, mich dort einrichten und von diesem Basislager dann immer etwas unternehmen oder im Lager etwas machen. Ich habe einfach einen groben Plan gefasst, hier draußen zu sein. So die Feinheiten, die ergeben sich dann von Tag zu Tag, denn erstens kommt es hier draußen anders und zweitens, als man denkt. Deswegen lege ich mich gar nicht so fest. Das Wandern geht gut. Wir haben Tiefschnee, geht mir ungefähr bis zum Knie, aber ich habe ja Skischuhe an. Mein Rucksack ist gut gepackt, aber trägt sich auch angenehm. Okay, einer meiner kleinen Akkus hat gerade den Geist aufgegeben. Das macht aber nichts, weil der ist schon ziemlich alt und tief entladen. Der bringt nicht mehr viel Saft. Ich habe genug Akkus dabei, werde also viel filmen können. Habe noch eine zweite Kamera als Backup dabei, also da wird schon was gehen, hoffe ich mal. Das sage ich jetzt so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber man wird sehen, wie die Akkus hier die Kälte verkraften. Ich trage die auf jeden Fall dauerhaft am Körper, nehme die auch abends mit in den Schlafsack rein, sodass die nicht zu kalt werden, weil es tut denen auf keinen Fall gut. Ja, ich war beim Rucksack stehen geblieben, also der ist gepackt mit allem, was ich für die nächsten Tage brauche. Und ich bin hier draußen also autark unterwegs, hole mir alles aus der Natur. Der Rucksack ist sogar recht leicht, weil ich gar kein Wasser mittragen muss. Ich bin ja hier umringt von Schnee und meine Wasserversorgung ist somit gesichert. Ich freue mich riesig. Ich bin richtig gespannt, was die nächsten Tage auf mich zukommt. Ich habe ein paar schöne Ideen für euch und das Ganze wird ja wohl einen Mehrteiler geben. Und ja, ich wünsche euch dann bei diesem Winterbiwak viel Spaß, Leute. Ich kann euch hier zu Beginn gleich etwas ganz Tolles zeigen, was die Geruchsaromen in der Nase explodieren lässt. Und zwar stehe ich hier unter einer Tanne. Und diese Tanne hat hier ihre Samen auf dem Schnee liegen. Und wenn ich diesen Tannensamen zwischen den Fingern zerreibe, dann kommt ein Zitronenduftaroma heraus. Als ob man im Reformhaus sich so ein kleines Fläschchen ätherisches Öl gekauft hätte für seine Duftlampe. Das hier steht dem nichts nach. Das riecht genauso stark wie eine waschechte Zitrone, als ob ich jetzt in Italien vor einem Zitronenbusch stehen würde und an der Schale reiben. Das ist schon ein Wunder, finde ich, dass man den gleichen Geruch hier mitten im Wald in der Kälte auch haben kann. Ach, herrlich, das duftet. Also wenn ihr sowas seht, man kann da auch drauf rumkauen. Das ist dann wie ein kleiner Kaugummi, sage ich mal. Und man hat dann so einen Zitronengeschmack im Mund. Herrlich, was es hier draußen alles gibt. Das war eine gute Erfrischung jetzt. Denn ich brauche ein bisschen Kraft, weil jetzt nach diesem anstrengenden Marsch geht es gleich weiter. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein gutes Biwak, ein gutes Dach über dem Kopf, wo ich meinen Schlafsack ausbreiten kann. Es wird sehr kalt heute Nacht werden. Und dann noch ein Feuer zum Wärmen. Ja, wenn ich das habe, bin ich eigentlich so weit, dass ich den Rest dann Stück für Stück machen kann, mir Zeit lassen kann.
Aber ja, die beiden Sachen haben auf jeden Fall jetzt oberste Priorität. Ah ja, und auf den Wasserhaushalt muss ich achten. Ich sollte auf jeden Fall genug Wasser trinken, denn auch bei diesen eisigen Temperaturen braucht man viel Flüssigkeit. Ich versuche auch durch die Nase zu atmen. Ich habe eine Thermoskanne dabei, weil mir sonst immer über Nacht das Wasser anfriert oder einfriert. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Ich werde auch mich selber, meine Handlungen etwas beobachten, wie so der Ablauf ist, wie sich das Ganze hier einspielt. Dann wird spannend. Okay, ich glaube, ich habe eine gute Stelle gefunden hier. Die ist perfekt. So eine kleine Lichtung. Ich bin umringt von Wald. Die Lichtung deswegen, weil ich einfach die Sterne sehr gerne mag. Und wenn der Himmel abends aufklaren sollte und ich kann die Sterne sehen, ist es für mich immer das Größte und es ist wunderschön. Außerdem ist es hier ein bisschen heller als im dunklen Wald. Aber dennoch habe ich den schützenden Wald in meiner Nähe. Ja, hier ist absolute Stille. Feiner, sauberer Schnee, wo keine Nadeln drauf liegen oder so. Ich kann also hier aus dem Schnee gut Wasser kochen. Vom Wind her geht es hier auch gerade. Super, den Platz nehme ich. Was ich jetzt als allererstes mache, ist Rucksack ablegen. Ich habe hier den Boden oder den Schnee festgetrampelt, habe jetzt hier ein kleines Plateau. Die Schneeschuhe kann ich gar nicht ausziehen. Sobald ich die ausziehe, sinke ich wieder ein, also lasse ich die einfach an. Habe jetzt hier meinen Rucksack oder meine Bodenplane ausgebreitet, packe meinen Rucksack etwas aus und koche mir erstmal einen Tee. Packe dann meinen Tarp aus. Ich habe mein großes 4x4 Meter Tarp dabei und möchte da eine neue Aufbauvariante ausprobieren. Ja, ich habe mich da weitergebildet bei YouTube und probiere das heute mal aus. Ja, jetzt erstmal einen leckeren Pfefferminztee und dann geht's weiter. Ich habe extra noch ein kleines Thermometer gekauft heute und was zeigt es an? Minus 4. Ich hatte die Wahl zwischen so einem Thermometer, so ein Kühlschrankthermometer aus Plastik, so ein rundes Teil, oder hier so ein schönes Thermometer aus Holz, Buchenholz, mit einer ganz einfachen Anzeige. Hat irgendwas. Ja, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen modifizieren, mit einem Paracord dran zum Aufhängen. Und dann habe ich hier schon mal jeden Tag so eine kleine Aufgabe, nämlich da drauf zu schauen, die Temperatur zu notieren. Und ja, das ist das, was ich mir auch so ein bisschen vorgenommen habe, hier draußen so kleine Aufgaben zu machen oder zu finden einfach. Ja, dass hier so ein geregelter Tagesablauf hier draußen entsteht. Ich möchte nicht einfach hier die Zeit sinnlos rumsitzen oder wie soll ich sagen, nur essen oder so. Soll kein Urlaub werden, sagen wir es mal so. Ich will hier draußen richtig was schaffen, sage ich mal. Also nebenher weiterbilden, ein bisschen was schnitzen. Den Tagesablauf mir merken, was ist gut, was ist schlecht, so die ganzen Sachen, so einfach, dass das Ganze einfach eine runde Erfahrung wird, dass ich daraus wieder zehren kann und ihr habt dann bestimmt auch was davon, wenn ihr diesem Video anschaut. Ja, viel reden werde ich auch und dann mal wieder nicht viel reden, wieder einfach die Natur filmen, also da wird von allem etwas dabei sein, weil ich habe ja jetzt viel Zeit hier draußen und wenn man erstmal draußen ist, dann kann das Ganze so richtig losgehen und genau. Was gerade sehr schön ist, dass ich umringt bin von Meisen. Die machen gerade so eine Futtertour. Das heißt, die sind meistens jetzt im Winter in Schwärmen zusammen,
fliegen hier von Baum zu Baum. Die Fichten haben noch Samen und diese Tannen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Da sieht man immer wieder hier Stellen im Wald, wo gefuttert wurde. Entweder das Eichhörnchen oder eben diese Vögel hier. Wobei die Meisen, glaube ich, gar keine Samen fressen von den Bäumen. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, müsste ich nochmal nachlesen. Das sind auch so die Dinge, wo ich hier draußen jetzt beobachte, wo ich mir merke, wo ich zu Hause dann im Buch wieder nachschauen kann und einfach die Natur so beobachte. Das ist der größte Spaß hier draußen für mich. Herrlich. Und was auch schön ist, man könnte ja meinen, dass jetzt komme ich hier in die Natur rein, dass ich die Natur hier störe. Anhand von den Vögeln merke ich, dass es nicht so ist. Wenn ich jetzt hier mein Biwak aufgebaut habe und dann hier zur Ruhe komme, also kein großes Gewurschtel mehr da ist, hier mit dem Rucksack herumlaufen, mit den Schneeschuhen hier alle Blatt trampeln, solche Sachen, wenn das alles erledigt ist, das Lager steht, man eine Weile in der Natur ist, alleine, dann gewöhnt sich die Natur oder alle Tiere um einen herum recht schnell. Also die Vögel kommen immer näher. Teilweise habe ich schon erlebt, dass Rotkehlchen zum Beispiel auf meinem Fuß gelandet ist, neben dem Lagerfeuer. Sicherlich auch, weil es auf Futter gehofft hat. Aber so an den Vögeln merkt man eben, dass man hier eingetaucht ist in die Natur. Die Natur, die beobachtet einen natürlich durch viele Augen. Und dann merkt die Natur, die Tiere eben ganz schnell, da ist keine Gefahr für uns. Okay, machen wir weiter hier mit unserem Blödsinn. Und dann geht es wieder und dann fliegen sie hier durch die Bäume durch. Okay, Stand der Dinge. Das Tarp steht soweit, ich bin ganz zufrieden. Es ist mir etwas zu niedrig, aber dieses Problem werde ich gleich ein Stückchen lösen können. Ich habe den Aufbau jetzt gerade, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht und habe etwas rumgetüftelt. Ich denke, man kann es auch besser machen, aber ja, ewig habe ich auch nicht Zeit hier draußen. Es kommt langsam die Dämmerung und ich habe noch ein paar Sachen zu machen, also lasse ich das jetzt einfach so. Ich zeige euch mal den Aufbau jetzt. Das Ganze sieht so aus. Man findet bei YouTube viele Videos, wenn man unter Tarp-Zeltaufbau oder Tent-Tarp im Suchfeld eingibt, dann findet man viele Anleitungen für diesen Aufbau. Er hat den Vorteil, dass man von allen Seiten Schutz hat und hat dennoch ziemlich viel Raum. Was ich jetzt machen werde, deswegen liegen auch hier meine Schneeschuhe bereit, ich werde den Boden ausgraben hier, also werde den Schnee beiseite schaufeln und hoffe, dass ich dadurch etwas mehr Raum da drin bekomme. Was mir sehr gut gefällt bei diesem Aufbau, da ist wie gesagt der Schutz. Ich habe hier also so einen kleinen Eingang und da drin dann den schönen Raum, wo ich mich drin aufhalten kann. Von außen gefällt mir die Form alleine schon. Es hat so ein bisschen was Tipi-artiges. Passt sehr gut hier in den Wald hinein. Ja, ich bin ganz zufrieden. Also dann mache ich mich jetzt ans Ausschaufeln des Schnees. Dann bin ich mal gespannt, ob ich noch ein bisschen mehr Platz bekomme.
Meine Güte, das ist Training heute. Das geht auf die Beine, Leute. Aber es scheint zu funktionieren. Wow. Wow. Ich ziehe mich noch ganz kurz um, ich ziehe meine Skihose an, meine Schneehose, weil die Hose ist jetzt schon nass. Wenn ich mit dem Knien auf dem Schnee jetzt hier drauf drücke, dann das ist pures Eis, was dann auf die Haut kommt. Das muss nicht sein. Ich habe mich richtig gut organisiert. Ich habe alles in Beutel gepackt. Also jedes Thema hat einen Beutel, sage ich jetzt mal. Ein Beutel Klamotten, ein Beutel Nahrung. Deswegen habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich finde alles rucki-zucki. Habe wenig Chaos. Super. Unter diese Hose ziehe ich dennoch meine Gamaschen an, damit meine Beine, meine Schuhe absolut schneegeschützt sind und da nichts reinkommt. Das ist mir ganz wichtig. Und es klappt mit dem System richtig gut. Also es ist wirklich für den Winter, für den Schnee super. Noch was Wichtiges. Jetzt habe ich mich ja umgezogen und es gibt immer ein paar Dinge, die ich ständig am Mann trage. Wie zum Beispiel dieses kleine Mini-Erste-Hilfe-Set. Und mein Smartphone, damit ich Hilfe holen kann, wenn irgendwas sein sollte. Meistens auch den Autoschlüssel. Ja, das trage ich immer am Körper. Und denke da auch immer dran. So wie jetzt, packe das in meine Tasche rein. Und dann geht's weiter. Willkommen in der gemütlichen Schlafhöhle. Es ist richtig angenehm hier drin und es kommt einem schon richtig warm vor. Aber gut, ich habe jetzt noch die Jacke und die Hose an, habe mich bewegt. Da ist noch ein bisschen Körpertemperatur da. Bin mal gespannt, wie es sich anfühlt, wenn mein Körper zur Ruhe kommt. Aber jetzt ist es hier richtig angenehm. Ich kann auch mal zwischendurch die Handschuhe ausziehen. Da ist also keine Kälte jetzt so spürbar. Jetzt richte ich mich hier häuslich ein, kommt meine Bodenplane, dann meine Expat Isomatte, die ist speziell für den Winter, dann noch einen Daunenschlafsack, ja, und dann dürfte die Nacht richtig angenehm und warm werden. Ich habe etwas meine Sachen sortiert, mein Schlafset aufgebaut und die Kälte zieht jetzt hier voll rein. Handschuhe sind gefroren, meine Hose hart wie ein Brett. Ja, meine Finger merke ich jetzt schon, egal was ich anfasse, Metall oder so, dass die ruckzuck eiskalt werden. Deswegen brauche ich jetzt dringend ein Feuer. Ich mache hier ein kleines Feuerchen an und werde dann nochmal gleich Tee kochen, damit meine Thermoskanne immer gefüllt ist. Es ist ganz wichtig, dass ich immer was Warmes zu trinken habe. Ja, und dann was Kleines zu essen machen. Und dann geht's weiter. Ich habe hier noch ein zweites Paar Handschuhe, und zwar hier solche gefütterten Strickhandschuhe. Und darüber ziehe ich dann diese Fäustlinge an. Und dann hoffe ich, dass meine Hände wieder durchwärmen.
das war mein Tag, Leute. Der erste Tag ist immer etwas anstrengend, aber alles gut geschafft. Jetzt trinke ich einfach nur noch einen Tee. Ja, ich sitze noch ein bisschen jetzt beim Feuer, schaue, dass ich meine Sachen getrocknet bekomme. Und ja, dann wird es auch schon Zeit fürs Bett. Und dann wird schön geschlafen. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Ich würde mal sagen, dann beende ich an dieser Stelle diese Folge. Wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Es wird spannend werden. Ich bin ja gespannt, was morgen für ein Tag wird. Vielleicht haben wir ja morgen endlich blauer Himmel, Sonnenschein. Mal gucken. Okay, Leute, macht's gut. Tschüssle. Guten Morgen, Leute. So, es wird langsam Zeit aufzustehen. Boah. Ja, die Nacht war angenehm von der Temperatur her. War es richtig warm. Als ich am Anfang im Schlafsack drin gelegen bin, hat es ja so 10 bis 15 Minuten gedauert, bis ich richtig durchgewärmt bin. Und ja, dann war ich mir hier drin richtig komplett warm von den Füßen. Ich habe sogar später noch die Socken ausgezogen. War mir richtig warm da drin. Ich bin ein paar Mal nachts aufgewacht, so wie immer die erste Nacht hier draußen, da schlafe ich nie durch. Da wache ich auch morgens nicht so ausgeschlafen auf. Da bin ich ziemlich gerädert morgens. Auch durch die Anstrengung gestern. Es war sehr, sehr anstrengend gestern. Ich merke es am Kreislauf. Ja, ich hoffe, dass es heute besser wird. Jetzt steht ja alles hier. Jetzt kann ich ohne Rucksack mit den Schneeschuhen durch den tiefen Schnee laufen. Da ist es nicht mehr so anstrengend. Und kann hier in Ruhe bei Dinge erlegen. Ja, Temperatur, mal kurz, minus 5 Grad haben wir hier drin jetzt, also das geht eigentlich, ich denke mal draußen ist es noch ein bisschen kälter, dadurch, dass es hier windgeschützt ist hier drin, bringt es also sehr viel dieser Aufbau, da bin ich richtig zufrieden mit, dass ich kein Schrägdach gebaut habe oder so eine offene Variante. Das wäre sehr unangenehm gewesen, weil heute Nacht, da ging noch richtig Wind. Da rauschte der Wind in den Wipfeln und das wäre richtig eisig geworden. Aber so war das wunderbar. Ja, jetzt kommt natürlich der schönste Teil des Tages raus. Aufstehen, aus dem warmen Schlafsack rein in die kalten Sachen. Aber ja, kurze Überwindung. Und dann wird es schon. So sieht es draußen aus. Die Vögel zwitschern bereits. Was hier draußen halt ist, dass jede Tat, jede Aktion sehr anstrengend ist. Jede Bewegung, da hat der Körper schon zu tun. Hier sieht man, wo ich ausgeatmet habe. Da entsteht schon immer ziemlich viel Feuchtigkeit. Das ist hier außen dann angefroren.
Der erste Tag entpuppt sich als sehr schwierig. Sehr schwierig für meinen Körper. Die Kälte macht mir zu schaffen. Die Nacht war gut, mir war warm im Schlafsack. Aber sobald man die Komfortzone verlässt, beginnt sofort eine Anstrengung, die nicht mehr nachlässt. Jede Bewegung ist anstrengend am ersten Tag. Das Aufstehen, Anziehen, dann wieder Feuerholz sammeln, wieder Wasser schmelzen, Tee kochen. Jeder Griff in den Rucksack. Alles anstrengend. Ich werde mich jetzt Stück für Stück da herausarbeiten und Vorräte schaffen, mir alles bereitlegen, Struktur hineinbringen. Es ist nicht leicht hier draußen. Ich habe es mir ein wenig anders davor gestellt, aber auch mit der guten Ausrüstung, es ist dennoch kein leichtes. Am wichtigsten ist für mich Tee geworden. Eine Thermoskanne Tee, die ist Gold wert hier draußen. Ich habe meine Säge verloren, irgendwie verlegt oder sie ist mir gestern Abend aus der Tasche gefallen. Jetzt habe ich keine Säge. Ich suche sie jetzt noch. Wenn ich sie nicht finde, dann muss es halt ohne gehen. Okay Leute, jetzt ist der wunde Punkt überschritten. Ohne Witz, heute Morgen habe ich mir überlegt, ob ich die Tour abbrechen soll. Weil mir ging es so schlecht. Mein Körper, ich hatte keine Kraft mehr.
Mir kam es vor, als ob alles gegen mich ist. Und dann habe ich so innerlich gedacht, hey, was soll das überhaupt? Geh nach Hause, das ist viel wärmer und so weiter. Und da hast du nicht so eine Kraftanstrengung. Ich denke mal, dass das mein Körper war, der ein bisschen rebelliert hat, der einfach keine Lust mehr hatte. Aber jetzt ist wieder alles da. Ich habe warme Füße, warme Hände. Ich fühle mich super. Ich kann ganz normal laufen, ohne dass ich nach 10 Metern anhalten muss, um eine Pause zu machen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt akklimatisiert bin hier draußen und dass das jetzt ja, gut weitergeht. Vor allen Dingen hier oben im Kopf, dass es positiv weitergeht. Also ja, ich habe auch manchmal meine Phasen, Leute. Also das schlaucht hier draußen schon und es geht dann ganz schön auf die Psyche. Was ich jetzt gemacht habe, damit es mir besser geht, ich habe einfach alles runtergefahren. Ich habe ganz langsam gemacht, mich wie in Zeitlupe bewegt und habe mir einen Tee nach dem anderen gekocht. Und ich denke mal, dass auch der Flüssigkeitsmangel eine Rolle spielt. Ich habe jetzt ganz viel getrunken, einen Tee nach dem anderen. Das nächste Wasser kocht schon wieder. Ich habe jetzt auch endlich genug Wasser da. Vorhin, da musste ich ständig wieder Wasser heiß machen, dann hatte ich es leer getrunken, dann schon wieder Wasser heiß machen. Jetzt bin ich so auf dem Level, wo ich, wo ich Vorräte habe. Also wo ich nicht mehr von der Hand in den Mund lebe, sondern jetzt habe ich meine Vorräte da und jetzt kann ich mal wieder ein Stückchen zurückfahren. Ich habe jetzt auch Holz gesammelt, fleißig hier, ganz langsam, Stück für Stück, habe mir Zeit gelassen, habe ja keine Eile. Das mache ich hier klein, lege es mir neben das Feuer. Habe hier schon mal so eine kleine Sitzbank. Das bringt auch sehr viel, denn die ständige Knierei, die ist auch nicht das Wahre. Genau, ich mache mal hier die Teebeutel gerade ins Wasser rein. Die Teebeutel, die verwende ich, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich den verwende. Ich muss sehr sparsam damit umgehen. Ich hätte nicht gedacht, wie wichtig Tee hier draußen ist. Deswegen habe ich gar nicht so viel Teebeutel mitgenommen. Und ich will auch nicht jetzt jeden Tag Fichtennadeltee trinken. Also wenn die Teebeutel leer sind, dann klar, dann greife ich auf Fichtennadeltee zurück. Aber solange ich noch Kräutertee habe, nehme ich noch diesen. Ja, jetzt werde ich mir den Tee auffüllen, nochmal gut was trinken. Dann fange ich an, mir eine Suppe anzusetzen, die mehrere Stunden kochen kann, so eine schöne Fleischbrühe. Und ich denke mal, dass ich dann heute Abend wieder körperlich on the top bin. Eigentlich jetzt schon, aber ja, noch ein bisschen besser geht und dann bin ich zuversichtlich, dass ich hier noch länger hier draußen durchhalte und auch noch Spaß dran habe. Weil heute Morgen, da hatte ich eigentlich gar keinen Spaß mehr dran und dann ist es auch nicht mehr so toll. Aber ich habe daraus gelernt, dass man manchmal ein bisschen zäher sein muss. Nicht muss, aber kann oder sollte. Und ja, hinterher, das lohnt sich dann. Also ich fühle mich jetzt richtig wohl hier. Es macht mir Spaß und es ist schön. Jetzt sieht man auch so ein bisschen die Früchte der Arbeit und alles. Und ja, es ist toll. So, schenken wir uns nochmal einen ein. Jo. Einfach so ein Tee. Schauen wir noch mal aufs Thermometer. Ja, so kalt wie gestern, aber es kommt mir nicht mehr so kalt vor. Interessant. Was ziemlich blöd ist, ich habe mir gestern hier in die Hose hinten ein Loch reingerissen. Als ich Holz transportiert habe, ist mir so ein spitzer Ast hier kurz rein und zack, war dieser dünne Stoff durch. Das ist also wirklich nur so eine reine Schneehose, keine Arbeitshose oder sonst was. Man muss schon richtig auf die Sachen aufpassen, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Da hier draußen mit dem Holz sammeln und rumwerkeln hier, da passiert das halt. Die Handschuhe geben auch langsam ihren Geist auf. Gut, die sind jetzt schon richtig ein paar Jahre alt. Da lässt die Elastizität dieses Gummis nach, ist hier auch eingerissen vom Holz tragen, Holz oder Äste brechen. Hier dieser Handschuh, total malträtiert. Also
Ja, ist schon ganz schön Verschleiß hier draußen. Das heißt, zu Hause wieder ein bisschen Näharbeiten. Ich wollte eigentlich Nähsachen mitnehmen. Zu Hause, als ich gepackt habe, geisterte ständig in meinem Kopf rum, nimm Nähzeug mit, aber ich habe nicht drauf gehört. Meine Intuition und tja, jetzt hätte ich es brauchen können. Schade. Dann hätte ich hier noch ein bisschen nähen können. Aber naja, daraus lernt man wieder, höre auf die innere Stimme. Und dann nähe ich die Sachen einfach zu Hause, dann halten sie noch ein bisschen und ja, irgendwann wird es dann wieder Zeit für neue Handschuhe. Es ist einfach ein Verschleißgegenstand. Wichtig habe ich auf jeden Fall gelernt daraus, dass wenn man die Handschuhe jetzt hier draußen nimmt für Buschkraft, Outdoor, so dass man auf den Lederbesatz achtet, dass die wirklich unten Leder haben, dann halten die sehr lange. Also Leder kaputt zu bekommen, das ist schon sehr schwierig. Aber dieser Gummi, diese Gummierung oder dieser dünne Stoff, die sind zwar super, alle atmungsaktiv, trocknen auch leicht ab, aber ja, sind halt nicht so robust. Naja, man kann nicht alles haben, so ist es halt im Leben. Man geht manchmal Kompromisse ein, Dinge gehen auch kaputt und dann repariert man sie einfach wieder oder spart für neue Dinge. So, ich setze jetzt mal die Kraftbrühe an. Ich habe hierfür Suppenfleisch und Markknochen. Allerdings etwas groß alles und jetzt hart gefroren, sodass ich es nicht mehr schneiden kann. Ich hoffe, das Ding passt hier rein. Ja, gerade so. Wunderbar. Ein bisschen abgießen. Okay. Das lasse ich jetzt einfach kochen. Mit ein bisschen Salz drin. Und ja, dann, wenn es gekocht ist, werde ich das Fleisch rausnehmen, Gemüse reinmachen, Gewürze etc. Und werde das hier so zwischen den Schüsseln aufteilen. Dann hoffe ich mal, dass ich das hinbekomme, eine Suppe zu kochen in so einem kleinen Töpfchen hier. Ah, noch ein bisschen Salz rein. Dann kann das einfach hier bis zum Abend in Ruhe kochen. Ah ja, Leute, mir geht's gerade richtig gut. Ich bin gesättigt, hab was Warmes im Bauch, hab genug getrunken und das mit den Käsewürfeln, das war sehr lecker. Ich habe nämlich solche vom Bergbauern, so einen Käse, habe ich einfach Würfel geschnitten, auf den Stock gespießt und über dem Feuer geschmolzen. Dazu Brot, super lecker, mehr braucht man nicht hier draußen. Einwandfrei, sehr reichhaltig, sättigend. Jetzt werde ich hier drin ein bisschen aufräumen, werde dann weiter hier mein Holz vorbereiten, dass das da ist, dass ich da nicht ständig Holz holen muss. Ja, und dann ist Zeit für andere Dinge. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Vorspeise. Der Markknochen ist fertig und den werde ich jetzt genüsslich mit etwas Salz und einer Scheibe Brot verzehren.
Okay, Leute, ich war jetzt ein bisschen fleißig, habe mein Kochgeschirr abgewaschen. Das war alles ziemlich fettig von der Suppe. Habe aber überall nochmal heißes Wasser reingemacht und danach das mit Moos ausgerieben und dann nochmal mit Schnee ausgerieben. Die sind jetzt sauber. Ja, ich koche nochmal heißes Wasser für einen Tee. Dann esse ich noch ein kleines Haluta und dann geht es schon ab ins Bett. Also wir haben jetzt noch ziemlich früh am Abend, aber sobald die Sonne weg ist, ist es eisig kalt und ganz ungemütlich draußen. Und ja, ich werde es heute anders machen als gestern. Einfach früh in die Koje, ab den Schlafsack rein, durchwärmen, dann schlafen und dann morgen früh wieder aufstehen. Ja, vielleicht lese ich noch ein paar Zeilen. Mal schauen, wenn es vom Licht her geht. Ich will jetzt auch nicht zu viel Batterie verschwenden von der Stirnlampe, die ist wichtig, die brauche ich. Mal gucken, wie es so ist. Ja, mein Wasser kocht gerade, höre ich. Dann setze ich mich jetzt mal hin und genieße noch den schönen Abend. Echt enorm, wie das aussieht. Jetzt liege ich ganz gemütlich in meinem Schlafsack. Meine Füße wärmen gerade durch. Und ich habe hier noch zwei Kerzen brennen. Ja, manchmal habe ich schon lustige Gedanken. Ich bin vorhin außen am Zelt und da stecken meine Schneeschuhe im Schnee. Lauf da so dran vorbei und denk so, ah, nimm sie lieber mit rein. Nachher klaut sie jemand. Wer soll die hier mitten im Wald klauen? Aber so ist es halt. Ah ja. Feuerchen brennt noch. Ah, jetzt wird es gerade richtig schön wärmer und wärmer. Jo, hier ist mein Buch, was ich mitgenommen habe. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist ein. Das nennt sich. Könnt ihr das so sehen? Im Land der zornigen Winde. Das ist so ein Buch von Galsan Chinak. Der Leser sinkt völlig ein in die großartige Landstriche. In hineinreißend erzählte Geschichten. Mal schauen. Da geht es um das Nomadenleben. Naja. Also Leute, dann sage ich an dieser Stelle mal gute Nacht, bevor mir hier die Hand abfriert. Und ja, wir sehen uns morgen in alter Frische dann wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, bis zum nächsten Video in dem Fall. Macht's gut, Leute. Tschüssle. Guten Morgen, Leute. Es war wieder mal eine schöne Nacht. Ganz warm hier in diesem Schlafsack. Also da gibt's gar nichts. Der Schlafsack ist so super. Da schläft man richtig gemütlich drin. Wunderbar, das ist auch die Hauptsache. Also ein warmer Schlaf bei den Temperaturen, das ist schon sehr, sehr wichtig. Da wacht man morgens richtig erholt auf. Außer, dass mir ein bisschen die Schultern wehtun, also die Rückenmuskulatur. Und nachts muss ich mich manchmal so drehen und wenden, weil die Matratze schon ziemlich hart ist. Die ist zwar zum Aufpusten, aber man merkt es dennoch. Aber ja, ich will mich gar nicht groß beschweren. Unter den Bedingungen so zu schlafen, das ist ja schon fast wie zu Hause. Naja, nur so lange,
bis man den Schlafsack verlässt. Und dann holt einen die Natur ganz schnell wieder ein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Blick aufs Thermometer. Ja, 9 bis 10 Grad minus. Oh, ich habe mir schön die Kerzen hier angezündet wieder. Das ist eine tolle Sache mit den Kerzen. Richtig gemütliches Licht. Jetzt werde ich gleich aufstehen. Und dann draußen Feuer entzünden. Es ist noch dunkel. Ja, dann kann ich mich aufwärmen. Und dann gibt es erstmal einen heißen Kaffee. So sieht die Zeltdecke aus. Das glitzert schön, wenn man hier so liegt. Dann sieht es aus wie ein Sternenhimmel. Das ist also ganz toll. Man kann immer wieder so Gesichter entdecken. Oder ja, also gestern Abend lag ich da ganz lange und habe einfach nur diese Zeltdecke hier angeschaut von dieser Plane und habe dann ein Ding nach dem anderen gesehen. Ein Gesichter, Zwerge mit leuchtenden Augen. Das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig schön. Man konnte die Fantasie spielen lassen und das, guckt mal, das sieht aus wie so ein Sternenhimmel. Als ob die Sterne da leuchten. So sieht es in meinem Schlafsack drin aus. Alles voll mit Gerödel, alle Akkus hier drin. Mein Handy, Thermoskanne, Schuhsohlen, Socken, Handschuhe habe ich hier drin. Alles hinten im Fußbereich. Da hat es noch genügend Platz. Und dann bleibt es schön warm. Mal kurz schauen, wie die Temperatur hier im Wald ist. Im Zelt ist es ja immer ein bisschen wärmer. Wärmer in Anführungszeichen. Minus 11.
Ich habe jetzt vor, eine kleine Schneeschuhwanderung zu machen. Es ist herrliches Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein. Nur hier an diesem Platz bekommt man davon nichts mit. Hier ist es eigentlich immer schattig und kalt. Deswegen geht es jetzt mal ein Stückchen hier weiter. Ich packe mir einen kleinen Rucksack zusammen. Ich kann ja von meinem großen Rucksack die Seitentaschen abnehmen und mir daraus einen kleinen Rucksack zusammenbauen. Das ist eine feine Sache. Und da drin werde ich dann meine Spiegelreflexkamera mit einpacken, einen heißen Tee, ein Fernglas für Tierbeobachtungen, vor allen Dingen Vögel, die jetzt unterwegs sind. Ja, das war's eigentlich schon. Und dann werde ich unterwegs ein paar schöne Aufnahmen machen. Mal schauen, was ich so entdecke. Ja, und nehme euch gerne da mit und zeige euch die schöne Natur, die Umgebung hier, was es hier so gibt. Ja, bin gespannt. Jetzt zeige ich euch gerade mal, wie ich diesen kleinen Rucksack zusammenpacke. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Ich habe hier die beiden Seitentaschen des Berghaus Zyklops Atlas 2 und mache mir daraus jetzt eben einen kleinen Tagesrucksack. Ich habe hier hinten meine Schultergurte und da schaue ich, dass das hier passt. Verbinde das hier mittig mit dem Reißverschluss. Drehe es einmal um. Zack. Und jetzt habe ich meinen Rucksack schon fertig. Pack hier mein Fernglas rein, Thermoskanne, Becher, Kleinigkeit zum Naschen. Hier mein Messer gegen Bären und Wölfe. Kleiner Scherz. Ja, und das war's auch schon. Kann man natürlich noch mehr reinpacken, was man so hat. Aber mehr brauche ich nicht. Den Rest habe ich in meiner Jackentasche drin. Und dann ziehe ich den Rucksack einfach an. Was ich jetzt aber gerade merke, die auf der rutschigen Jacke, da rutschen die Trageriemen herunter. Also werde ich mir hier noch was einfallen lassen, vielleicht ein Stück Paracord, was ich dann hier befestige, damit die Tragegurte einfach zusammenbleiben. Leute, das ist gerade so schön hier. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich gucke einfach nur noch mit meinen Augen und bin völlig überwältigt von der Schönheit des Winters. Die Sonne, der Frost, wie das hier so die Strahlen und die Schatten hier in den Wald hineinwirft. Oh, fantastisch. Ich fühle mich gerade so großartig, wenn man hier mit dem Schnee schon durch den Wald stapft. Das ist ein Gefühl. Wow, unbeschreiblich, traumhaft. Parting love.
Okay Leute, ich brauche erstmal eine kleine Teepause. Das ist doch anstrengend mit den Schneeschuhen. Aber das ist so schön hier. Oh, sowas habe ich noch nie gesehen, diese Eiskristalle. Wahnsinn. Wie eine Eidechse, die sich ein sonniges Plätzchen auf einem Stein gesucht hat, stehe ich hier mitten im Schnee und tanke die Wärme der Sonne. Heute Abend wird es bestimmt wieder richtig kalt werden. Da kann ich die heißen Sonnenstrahlen gut gebrauchen. Sie erwärmen nicht nur meinen Körper, sie erwärmen auch mein Herz. Normalerweise rauscht es in diesem Tal sehr stark, da hier der Bach in die Tiefe stürzt. Aber die Wasserfälle sind mit einer Eiskuppel überdacht. Fantastisch. Sweet home. Jetzt brauche ich erstmal wieder Flüssigkeit. Dann wird gleich das Feuer entzünden, Wasser schmelzen und dann gibt es ein feines Abendessen. Ich denke mal, heute gibt es Nudeln mit Speck, Zwiebeln, Käse habe ich noch, etwas Rindfleisch von der Suppe von gestern. Ah, das wird ein reichhaltiges Mahl. Ich habe richtig Hunger, ein gutes Hungergefühl. Es war sehr anstrengend heute, ungefähr, ich denke mal insgesamt knapp 10 Kilometer auf Schneeschuhen durch Tiefschnee. Das war einfach herrlich, es hat riesen Spaß gemacht, ich habe viel gesehen. Ah, richtig schön. Ja, jetzt tut es gut, auch wieder hier zu sein. Ich bin froh, dass alles so da ist, dass alles parat ist, dass ich nicht viel machen brauche, sondern einfach ein bisschen für mein leibliches Wohl sorgen und dann kann ich mich ausruhen. Nochmal ein kleiner Blick aufs Thermometer. Oh, minus 5. Es wird langsam wärmer.
okay, hier läuft alles. Ich habe jetzt die zweite Fuhre Wasser aufgesetzt und dann habe ich zwei volle Flaschen mit Tee und werde heute Abend reichlich trinken. Der Wind ist heute etwas ungünstig. Mir bläst der Rauch ständig in mein Gesicht rein. Die Temperaturen gehen jetzt auch leicht nach oben. Ich denke mal, jetzt ja, wird es etwas wärmer werden die nächsten Tage. Mal schauen, wie das Wetter wird. Ja, ich bin immer noch nicht mit so weit gekommen, dass ich kochen kann. Ich bin hier drin am Aufräumen noch im Zelt. Ja, ich mache alles picobello und dann geht's los mit der Brutzelei. Oh, ist das lecker. Das sind einfach Spirelli-Nudeln mit dem, was ich noch hatte. Maultaschen, Rindfleisch, Speck, Tomatenmark, Chili, Knoblauch, Zwiebel, Gewürze, Curry darf natürlich nicht fehlen. Dazu noch Käse. Oh, und ich habe richtig Kohldampf, Leute. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Also, guten Appetit. Und vor dem Schlafengehen nochmal der obligatorische Blick aufs Thermometer. Ja, tatsächlich, es wird langsam wärmer. Nur noch minus 7 Grad. So Leute, ich fliege ganz gemütlich hier im Schlafsack drin, bin völlig durchgewärmt und ja, es wird wieder eine angenehme Nacht werden. Der heutige Tag, der war sehr, sehr schön, außergewöhnlich schön mit diesem Wetter, mit diesem Eiserlebnis auf dieser weiten Schneefläche, diese Eisblätter nenne ich sie mal, dann in diesem bei diesem Bach, in diesem Tal mit den Wasserfällen, die zugefroren waren. Wunderschön. Ja, am Abend noch was Leckeres gegessen, einfach alles zusammengeschnippelt. Aber es war oh, richtig lecker. Besonders die Nudeln, die waren ganz fein, diese Spirelli-Nudeln. Die sind sehr lecker. Ja, mir bleibt jetzt momentan nicht viel zu sagen. Morgen ist auch noch ein Tag und ich denke mal, dass ich von der ganzen Tour noch ein Resümee ziehen werde und vielleicht noch ein Video machen werde, wo ich sage, wo ich vorbei der Erfahrung spreche bei der Tour, auch mit der Ausrüstung, mit der Ausrüstung, was ich da für Erfahrungen gemacht habe und was ich überhaupt für Ausrüstung dabei hatte. Da gibt es ja bestimmt einige, die das auch interessiert. Ja, Ausrüstung ist jetzt alles so gar nicht so wichtig. Was für mich jetzt heute Abend ganz wichtig war, das war dieser kurze Moment. Da saß ich am Feuer und blickte nach oben, sah die Tannenwipfel, sternenklare Nacht. Ich sah die Sterne, so ein Ausschnitt vom Himmel mit den Sternen und außenrum die Tannenwipfel. Vor mir das Feuer, im Hintergrund hier mein, ich nenne es mittlerweile meine Arche, hier in dem Schneewald, kommt es mir vor wie eine Arche hier so, wenn es beleuchtet ist, das Zelt, das sieht aus.
echt lustig, durch den Schnee, der die Seitenwände so rausdrückt, hat es eine Form angenommen, also wunderschön, es gefällt mir, diese Form. Ist echt toll und richtig gemütlich hier drin. Ja, das ist wichtig für mich heute Abend gewesen. Das war ein schönes Erlebnis. Okay, Leute, dann sehen wir uns morgen früh wieder in alter Frische. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüssle. Guten Morgen, Leute. Es passiert gerade etwas sehr Interessantes. Es ist jetzt 1.57 Uhr und ich bin aufgewacht, weil mir viel zu warm ist. Ich fange jetzt an zu schwitzen im Schlafsack und habe auch gemerkt, im Bereich, wo mein Mund ist, wo meine Atemluft herausgeht, dass es da jetzt richtig Wasser runtertropft teilweise auf mein Gesicht. Und das war vorher nicht so. Das war alles vereist und gefroren. Und jetzt habe ich hier aufs Thermometer geschaut. Und das Thermometer zeigt jetzt aktuell plus 1 Grad an. Vorhin hing es noch da vorne, da waren es ungefähr minus 1 Grad oder minus 2 Grad. Ja, das bedeutet, dass jetzt langsam Tauwetter kommt. Es ging jetzt sehr rasch, also wo ich ins Bett gegangen bin, da waren es ja minus 5. Jetzt steigt die Temperatur also, ich merke es auch. Mir ist voll warm. An der Atemluft sieht man es auch. Vorher habt ihr ja gesehen, da war voll der Nebel, wenn ich ausgeatmet habe. Und jetzt wird es also regelrecht warm. Zu warm für den Schlafsack. Also ich muss mich jetzt erstmal entkleiden, ausziehen, Socken aus, dieses Holzfällerhemd ausziehen, weil es sonst natürlich viel zu warm ist und dann kann man auch nicht mehr schlafen. Man fängt an zu schwitzen und es ist dann auch nicht mehr so toll. Im Fall der Fälle könnte ich den Schlafsack dann natürlich aufmachen, so wie jetzt, und ein bisschen lüften. Ja, also das ist gerade wirklich eine richtig interessante Erfahrung. Ich bin gespannt, wie es morgen früh ist, dann wird es ja noch wärmer. Und dann müsste mir ja regelrecht warm sein, sozusagen. Also das Eisige ist total weg, meine Hände sind nicht mehr klamm, wenn ich jetzt hier so offen liege oder so. Das ist echt eine ganz tolle Erfahrung, das mal so zu erleben. Das ist echt hochinteressant. Also 0 Grad ist praktisch schon fast warm, wenn man so die Minusgrade gewöhnt ist. Jo, jetzt werde ich erstmal nochmal trinken. Ich habe ganz schön Durst bekommen jetzt heute Nacht. Trink Tee, entkleide mich, lüfte mich aus und ja, beobachte das ganze Geschehen hier. Hier oben an der Plane ist ja auch Eis. Und wenn ich hier so rüber fahre, dann merkt man, es fühlt sich schon anders an. Es ist schon so tauig, so leicht. Es ist wie wenn ihr den Kühlschrank ausschaltet und abtaut, bevor er in den Urlaub geht und ins Eisfach reinfasst und das Eis da drin, der Schnee, das Weiße so langsam so weich wird. Tauwetter hat Vorteile, natürlich wird das Leben nicht mehr so anstrengend draußen, aber wenn jetzt so viel Schnee auf den Bäumen liegt, dann ist es wiederum, teilweise kann es gefährlich werden, weil erstens mal fallen jetzt dann riesen Schnee Flecken von den Ästen runter, weil die Äste hier sind ja, da sind richtig, ist richtig dick Schnee drauf und ich höre es schon immer ab und zu mal so runterfallen auf dem Boden, auch hier aufs Zelt, so puff, dass der Schnee eben sich löst von den Ästen und runterfällt. Und wenn es natürlich länger taut, ist es auch etwas gefährlich, wenn der Boden antaut und die Bäume nach oben schwer beladen sind mit Schnee, dann können gefährdete Bäume, die eh schon gefährdet sind, dass sie umfallen würden, könnten dann erst recht umfallen, sage ich mal, weil der Boden antaut, die Wurzeln oder der Boden schlammig, matschig wird und dann kann der Baum umkippen. Das wird jetzt in der kurzen Zeit hier wahrscheinlich nicht passieren, aber auf längere Sicht gesehen ist, wenn schwer Schnee liegt auf den Bäumen und dann Tauwetter kommt und es vielleicht noch dazu regnet, dann ist es unter Umständen auch ganz schön gefährlich im Wald, weil der Schnee natürlich schwerer wird, der Boden weicher wird, weil er nicht mehr frostig ist, hart, die Wurzeln nicht mehr so gut greifen und dann können Bäume auch sogar umstürzen oder Äste
von den Bäumen aufgrund des schweren Gewichtes des Schnees abkrachen. So, das war jetzt noch eine kleine Lehrstunde mitten in der Nacht. Aber ja, so ist es. Ich bin gerade voll hellwach irgendwie. Putzmunter. Naja, werde ich noch ein bisschen mich hinlegen und dem Wind lauschen. Okay, Leute, ich melde mich dann morgen früh wieder, wenn nicht hier gleich der Sommer ausbricht, dann melde ich mich auch heute Nacht nochmal. Aber ansonsten morgen früh. Okay, Leute, also dann gute Nacht nochmal. So Leute, mein letzter Kaffee hier für heute im Wald. Schmeckt immer noch sehr gut, obwohl die Kondensmilch total geronnen ist, weil sie im Döschen gefroren ist. Aber es geht. Hauptsache der Kaffee ist nicht schwarz, weil das mag ich überhaupt gar nicht. Ein bisschen Milch sollte schon immer drin sein. Naja, das sind so die kleinen Ansprüche ans Leben. Ich habe jetzt soweit alles abgebaut. Meine Ausrüstung liegt bereit auf der Plane. Ich falte noch das große Tarp zusammen und dann stecke ich alles in den Rucksack rein. Ziehe wahrscheinlich diese warmen Klamotten gleich aus, denn es ist sehr warm geworden. Wir sind jetzt im Plusbereich, ich denke mal plus 1, plus 2 Grad. Wir werfen gleich nochmal einen Blick aufs Thermometer. Und ja, also es war eine einmalige Erfahrung. In vielerlei Hinsicht, alleine schon durch diesen Temperatursturz jetzt oder Anstieg von 10 Grad, das ist schon enorm, das so hautnah mitzuerleben. Der Schnee knirscht auch jetzt nicht mehr, der wird jetzt langsam sulzig. So kann man also richtig hautnah in der Natur erleben, wie sich das einfach alles verändert. Gestern diese Eisblätter, das war traumhaft und ich gehe nachher nochmal an dieser Stelle vorbei und schaue, ob die jetzt immer noch da sind oder ob die jetzt vielleicht weggeschmolzen sind. Also ich gehe immer noch mit wachsamen Augen durch die Natur, auch wenn es jetzt wieder nach Hause geht. Es war ein einmaliges Erlebnis, das war für mich persönlich eine der schönsten Wintertouren. Es war jetzt keine Trekkingtour. Mit dem Gepäck hätte ich nicht weit wandern können mit den Schneeschuhen. Ich habe mir das gestern mal das Szenario durchgespielt, wie das jetzt gewesen wäre, wenn ich die Wanderung zu den Wasserfällen mit dem Rucksack gemacht hätte. Also ich war so schon ziemlich aus der Puste und dann noch mit einem schweren Rucksack. Das ist schon sehr anstrengend. Also da braucht man eine gute Kondition. Ja, so bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Wie gesagt, jeder Tag ist anstrengend hier draußen. Auch jetzt das Abbauen ist auch wieder anstrengend.
Also ab dem Moment, wo man morgens aufsteht, beginnt eigentlich eine Anstrengung, weil man eben nichts geschenkt bekommt. Hier kein heißes Wasser, nicht mal kurz die Herdplatte einschalten für einen Kaffee oder so, sondern es ist immer Aktion gefordert. Aufstehen, dann die kalten Schuhe anziehen, gleich die Klamotten anziehen. Ja, es ist einfach alles anstrengend und ich merke es auch ein bisschen in den Gliedern, auch in den Händen, dass ich bin auch einmal gestürzt in den Schnee. Hier mein Daumengelenk, das schmerzt etwas, aber das sind alles Lappalien, das geht zu Hause wieder ruckzuck vorüber. Mehr gibt es jetzt gerade nicht zu sagen. Ich packe jetzt mal noch ein bisschen ein und dann melde ich mich nochmal bei euch, wenn es noch was zu erzählen gibt oder zum Sehen. Mal gucken. Jetzt trinke ich erstmal den Kaffee noch, mache ihn nochmal heiß. Genau, und dann ist Einpacken angesagt. Ach so, da fällt mir noch ein, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich filme jetzt gerade mit der Spiegelreflexkamera, mit der Nikon D5100. Da ist der Ton jetzt etwas leise. Das Bild ist auch sehr schön. Allerdings fehlt mir noch ein bisschen Weiterbildung mit der Kamera, sodass ich auch die richtigen Einstellungen machen kann mit der Helligkeit, mit dem Licht, Überbelichtung etc. Da bin ich noch nicht so ganz firm drin. Da gibt es noch richtig ein paar Stunden für mich zu lernen, damit ich auch gut mit der Kamera umgehen kann. Jetzt für heute tut es das auf jeden Fall. Ich habe bei meiner anderen Kamera, meine normale Videokamera, eigentlich alles dabei. Mein Datenspeicher, der in der Kamera eingebaut ist, ich glaube, der hat 32 GB, der ist voll, nur mit dieser Wintertour. Also da habe ich schön Videomaterial gesammelt, was mich freut. Und ich habe noch eine zweite SD-Karte mit dabei. Allerdings gibt es da ein paar Einstellungen zu machen, damit ich die bei der Kamera verwenden kann. Das wusste ich vorher nicht. Und diese Einstellungen, die würden auf der SD-Karte alle Ordner und alles löschen. Und das ist auch die SD-Karte, die ich jetzt hier in der Spiegelreflexkamera drin habe. Und da habe ich schöne Bilder gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt diese SD-Karte in die Videokamera mache zum Initialisieren, dann würden die schönen Bilder verschwinden. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen. Also filme ich jetzt lieber mit der Spiegelreflexkamera. Wie heißt es so schön, was man hat, das hat man. Und diese tollen Bilder, die behalte ich auf jeden Fall. Die lösche ich nicht und dann filme ich jetzt halt mit der Kamera weiter. Ja, so habe ich auch im technischen Bereich bei dieser Tour wieder einiges dazugelernt. Wenn man also richtig hier draußen filmt, dann sollte man sich in mehrerlei Hinsicht absichern. Auch mit den Akkus. Durch die Kälte, da leiden die sehr. Ich habe ein Akku-Pack dabei. Da konnte ich erst mein Smartphone nicht aufladen, weil ich den so im Rucksack hatte. Dann habe ich den eine Nacht mit in den Schlafsack genommen. Und dann war der am nächsten Morgen so warm, dass dann das Aufladen des Handys plötzlich möglich war. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die man auch, wenn man jetzt filmt hier draußen bei der Kälte, wissen sollte. Und ja, da brauchen wir schon ein gutes Kamerakonzept, damit das Ganze auch gut läuft. Was mir fehlt und was noch ein bisschen so ein Wunsch von mir ist, ist eine neue GoPro-Kamera. Da spare ich auch auf jeden Fall drauf hin. So eine GoPro-Kamera, die neueren Modelle, die sind auch tipptopp. Die haben mittlerweile ein Display, Anti-Wackel, Bildstabilisator heißt es und viele Funktionen. Also da kann man auch sehr schöne Aufnahmen machen, vor allen Dingen der Fischaugen. Also, dass man ein großes Panoramabild aufnehmen kann und so weiter. Da bin ich auch noch dran dabei. Also ich bin stets daran interessiert, mich zu verbessern und lerne immer wieder neu dazu und habe noch lange nicht ausgelernt, Leute. Da gibt es noch viel dazu zu lernen. Und wer weiß, was in der Zukunft noch für Touren kommen. Vielleicht noch anspruchsvollere als diese, wo ich also richtig vorbereitet sein sollte, wo da nichts schief gehen sollte, wo vom Kamera-Equipment auch alles passen sollte, denn stellt euch mal vor, man macht hier so eine Tour, hat so eine Liebe beim Filmen und dann stimmt da irgendwas nicht oder die Bilder oder die Videoszenen gehen verloren. Das ist natürlich dann schon sehr traurig. Da denke ich auch immer kurz ab und zu mal drüber nach und versuche meine Geräte so gut wie möglich zu schützen, dass da auf jeden Fall die Daten erhalten bleiben, dass ich da nicht umsonst das alles gefilmt habe. Und durch das Film hat man auch immer zweimal was von der Tour. Und wer weiß, wenn ich mal in Rente gehe, dann kann ich die alten Abenteuer anschauen. Naja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, dass ich lange fit bleibe.
Ihr merkt, ich drifte schon langsam ins Philosophische ab. Ja, ich werde ein wenig wehmütig jetzt. Am letzten Tage hier. Ja, ich bin schon ein bisschen wehmütig, jetzt hier zu gehen. Es war ein ganz tolles Erlebnis, hier im Wald zu sein. Naja. Aber zu Hause, da erwartet mich neue Freuden. Die Familie, auf die ich mich natürlich auch sehr freue und die ich auch vermisst habe. Ja, okay. Weiter aufräumen. Kaffee ist leer. Dieses Tarp hier ist wirklich super. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen, weil es auch getarnt ist eben. Dieser Flecktarn, die Größe 4x4 Meter, ist also schon enorm. Die Qualität absolut top. Da gibt es gar nichts. Für den Preis, also da hat man schon richtig was auf lange Dauer. Und hat so viele Einsatzmöglichkeiten mit diesem Tarp. Ich bin absolut begeistert. Okay Leute, ich bin soweit. Es kann losgehen. Ganz zum Schluss werden wir noch einen kleinen Blick aufs Thermometer werfen. Und dann mache ich mich auf den Rückweg. Okay Leute, an dieser Stelle beende ich das Video. Ich bin hier an einem traumhaften Platz, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Die Eisblätter oder Eisblumen sind noch da, aber es scheint mir so, als ob sie nicht mehr so prächtig sind wie gestern. Naja, manche Dinge sind eben nur von kurzer Dauer, aber das macht sie umso wertvoller. Man soll ja jeden Moment genießen und das habe ich gestern gemacht. Und bin froh, dass ich das erleben durfte. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und es hat mir einen großen Spaß gemacht. Ja, und wir sehen uns einfach wieder im nächsten Video wieder. Passt gut auf euch auf, Leute. Tschüssle!